Hey. Ja, wir reparieren den Vergaser. Besonders erfolgreich. Ich muss los. Hey, warte. Können wir die Sache nicht einfach vergessen? Mann, Jessica ist so dämlich, zwei Umschläge richtig einzutüten. Ich verliere vielleicht unseren besten Restaurator. Ja, aber das war doch ein Versehen. Wer weiß, vielleicht sollte sie noch einfach eins auswischen. Das glaube ich nicht. Warum nimmst du sie schon wieder in den Schutz? Weil sie blond ist oder wegen ihrer Oberweite? Ich weiß, dass du sie nicht magst, aber glaubst du nicht, dass du so ein bisschen übertreibst? Mann, Daniel, warum verstehst du es denn nicht? Einer unserer besten Kunden droht mir mit der Kündigung, weil diese Dumpfbacke zu dämlich ist, ihren Job zu machen. Ich habe wegen Jessica ein massives Problem. Dass ihr das egal ist, das ist mir klar, aber du? Mann, das ist euer Streit. Haltet mich da raus und klärt das untereinander. Hm? Ja, dann fang endlich an, dich rauszuhalten und sie nicht ständig in Schutz zu. Ja, aber das mache ich doch nur, weil ich sie von der anderen Seite kennengelernt habe. Ja, von ihrer nackten Seite, als ihr euch im wilden Überlebenskampf aneinander gerieben habt. Und erspannen die Details, ist ja schon schlecht. Ich wünschte einfach, du würdest sie auch mal von der anderen Seite kennenlernen. Nein, danke. Ich glaube, du kennst sie besser als Gutes für uns beide. Helena... Was ist eigentlich dein Problem? Gefällt dir meine Frisur nicht? Oder war ich irgendwie gerade nicht nett zu dir? Hey. Was machst du denn hier? Neuerdings deine Liebe zu Pferden entdeckt oder warum tauchst du das zweite Mal hier auf? Ist er da immer noch dran? Hey, Finger weg, das hat alles System. Was hat er denn? Er seift ab. Wo ist denn eigentlich Daniel? Der hilft dir doch sonst immer. Such dir gefälligst ein anderes Opfer. Daniel ist mit Helena zusammen. Ich würde nur mit ihm reden. Was klären, wenn du es genau wissen willst. Will ich nicht. Nee, ich muss jetzt erstmal was essen. Ich warte hier auf Daniel. Aber fass nichts an. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Hat ein paar Schrauben verwechselt. Das ist ein Fehler, der ziemlich oft passiert. Ja, woher willst ausgerechnet du das wissen? Freu dich doch mal lieber. Ihr zwei Amateure hättet das doch im Leben nicht hingekriegt. Da ist so ein Motor zusammenzubauen. Das hat was von einem perfekten Make-up. Jetzt pass mal gut auf, Jessica. Dieses Auto, ja, das ist verdammt wichtig für uns. Das hat nicht das Geringste mit irgendeiner Schminke zu tun. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie lange wir schon daran rumsitzen? Daniel? Helena! Daniel, sie hat mich einfach angegriffen. Was für ein Vieh? Keine Ahnung, irgend so ein riesengroßes Wildschwein. Das ist einfach auf mich losgegangen, mein Bein. Hast du dich erwischt? Nein, ich konnte noch rechtzeitig auf so einen Hochsitz klettern und bin gestolpert und auf so einen spitzen Ast gefallen. Soll ich einen Arzt rufen? Ich meine natürlich einen Krankenwagen. Kann die Wunde hier versorgen. Ich will ja nichts sagen, aber wenn da Dreck in der Wunde ist, dann kann es zu einer Blutvergiftung kommen und dann kann man sogar sterben, habe ich im Fernsehen gesehen. Daniel, soll ich vielleicht den Körper holen? Oder? Nein, danke, Jessica, du hast schon genug getan. Komm her, Süße, ich kümmere mich um dich. Mann, ich bin immer noch sauer auf dich. Ja, dann denk daran, dann sind die Schmerzen nicht ganz so schlimm. Au. Anna, ich will dich nicht verlieren. Nicht wegen dem Wildschwein. Schon gar nicht wegen Jessica. Der Vergleich gefällt mir. Es tut mir echt leid, wenn ich dir das Gefühl gegeben habe, nicht auf deiner Seite zu stehen. Dabei ist es die einzige Seite, auf der ich hier stehen will.
Alter, wie hast du denn das gemacht? Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf darüber, was mit dem Ding überhaupt los ist. Und du baust das Teil einfach mal so wieder zusammen. Geil. Ja, danke für die Blumen, aber ich war das nicht. Ich habe mich den ganzen Abend um Helena gekümmert, weil der Keiler sie angegriffen hat. Was? Ja, ihr geht soweit gut. Sie steht nur noch unter Schock. Aber wer hat denn das Teil dann zusammengebaut? Also, ich glaube... Nein. Oder... Du hast mich jetzt nicht ernsthaft herbestellt, damit ich dir den Vergaser erkläre. Doch. Bitte dich, erleuchte mich. Ihr habt den Schwimmer falsch rum eingesetzt. Der Schwimmer befindet sich hier in der Schwimmerkammer und reguliert die Spritzzufuhr. Wenn der Motor den Sprit ansaugt, dann sinkt der Pegel und damit auch der Schwimmer. Und dann kann wieder Sprit in die Kammer fließen. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie bei einer Klospülung. Ja, und wenn der Schwimmer nicht richtig funktioniert, dann läuft die Kammer über und der Motor säuft ab. Mach dir nichts draus. Ist ein typischer Anfängerfehler. Woher weißt denn du sowas? Mein Vater war Automechaniker und ich habe meine halbe Kindheit in der Werkstatt verbracht. Und da habe ich ein bisschen was aufgeschnappt. Ein bisschen? Du hast mir gerade erklärt, wie ein Vergaser funktioniert. Wäre mir besser gewesen, wenn mein Vater mir ab und zu mal ein Buch in die Hand gedrückt hätte, anstatt einen Schraubenzieher. Zufrieden? Soll das Klischee der dummen Blondine nicht nur in der Theorie? Höchste Zeit, was dran zu ändern. Und zwar sofort. Vergiss es, der Zug ist abgefahren. Haben Sie Ihr Handy verloren? Nein. Ich hätte das auf lautlos. Ihre Zeit gehört mir, Jessica. Und ich habe keine Lust, Ihnen durch die ganze Stadt hinterher zu schaukeln. Heute ist mein freier Tag. Jetzt nicht mehr. Sind Sie sicher? Denn ich habe wirklich schon genug für Ihren Laden. Und ich habe heute zufällig gar nichts vor. Rebecca, Sonja und ich haben eine Werbekampagne für die Wet Fantasy Kollektion entwickelt. Es ist ein Partnerschaftstest für Singles. Diejenigen, die am besten zusammenpassen, gewinnen eine Reise auf die Seychellen. Seychellen? Wow! Wir begleiten das Ganze mit einem Fototeam. Die Leute werden von uns eingekleidet und dann verkaufen wir das Ganze als rührselige Love Story. Und dann brauchen Sie natürlich jemanden, der vor Ort alles organisiert. Ich bin leider sehr ausgelastet, aber wenn Ihnen das so wichtig ist, dann mache ich das. Wovon träumen Sie nachts? Okay. Was kann ich dann tun, um damit zu machen? Kündigen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme leider ausgeschlossen. Bei diesen Partnertests, was ist, wenn da mehrere dasselbe Ergebnis haben? Dann würde das Los entscheiden, das will ich aber vermeiden. Deswegen will ich einen Test, der das ausschließt. Da sind verschiedene Varianten. Sie haben bis morgen Zeit. Sie meine... Wozu bist du eigentlich Praktikantin geworden? Faule Göre. Habt ihr eigentlich kein Zuhause? Hey, ich dachte, du hast frei heute. Das dachte ich auch. Hast du das alles noch lesen? Frau von Lahnstein hat doch gerade alles bei mir abgeladen. Jetzt kann ich meinen Termin im Nagelstudio knicken. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Was würdest du tun? Klar. Super. Okay, am besten liest du mir das alles vor und ich diktiere dir dann, was du schreiben sollst. Also, ich habe jetzt keinen Bock, deine Arbeit für dich zu machen. Ich dachte, du wolltest mir helfen. Jessica, du musst das endlich richtig lernen. Es ist doch keine Schande, wenn man nicht lesen kann. Ich kann lesen. Ja, wenn man nicht richtig lesen kann.
klar, wie soll's besser werden, wenn du ja eh nicht übst? Ich hab doch gar keine Zeit zu üben. Das muss alles bis morgen fertig werden. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Unter einer Bedingung. Du siehst ein, dass du was mitmachen musst, ja? Pass auf, da gibt's Kurse und wenn du darauf keine Lust hast, dann gibt's auch bestimmt so Computerprogramme. Ja, vielen Dank für die Ratschläge, Papa. Okay, heute helfe ich dir nochmal und ab morgen hilfst du dir selbst, ja? Wie nett von dir. Denkst du, ich bin dein Wohlfahrtsprojekt? Mann, so war das doch gar nicht gemeint. Schieb dir deine Erpressung sonst wohin. Ich brauch deine Hilfe. Hallo? Wie weit sind Sie? Wieso? Ich hab doch noch bis morgen Zeit. Bis heute Nachmittag. Was? Das schaffe ich nicht. Jessica, wenn Sie weiter für mich arbeiten wollen, sollten Sie den Satz aus Ihrem Wortschatz streichen. Aber ich brauche den Test früher. Um 4 im Büro. Frau von Landstein, ich hätte heute eigentlich meinen freien Tag. Aber das ist natürlich kein Problem, ich mache das gerne. Aber Sie haben mir eine Deadline gegeben und die ist eh schon viel zu knapp. Und wenn Sie den Test früher brauchen, dann müssen Sie ihn halt selbst machen. Von Landstein? Hallo? Großartig! Das ist doch alles nur Show. Was? Na, das hier. Ich glaub dir nicht, dass du das alles lesen kannst. Du willst ja nur, dass ich dir das beweise. Genau. Okay, du hattest recht. Ich brauche manchmal Hilfe. Zum Beispiel jetzt. Und ich verspreche dir, dass ich danach ganz brav und fleißig lesen und schreiben übe. Zufrieden? Ja, komm schon, du Nervensäge. Daniel, bleibt aber unter uns, oder? Klar. Entschuldigung. Elena, hey. Jetzt schon? Also ich muss gerade noch was erledigen. Es dauert auch noch ein bisschen. Ich melde mich dann später bei dir, ja? Okay, bis gleich. Ich dich auch. Nein, ich dich mehr. Okay, bis nachher. Küsschen. Ciao. Entschuldigung. So. Woran erkennen Sie, dass Ihr Partner bis über beide Ohren in Sie verliebt ist? So, fertig. Der perfekte Partnerschaft. Wie lange kann man eigentlich brauchen, um so ein paar Seiten zu lesen? Es sollte ja auch mündlich werden, oder? Jessica, es geht hier um ein Preisausschreiben. Wir wollen nicht den Literaturnobelpreis kriegen. Nur ein paar neue Kunden. Ja, aber wir wollen ja auch, dass die Gewinner sich gut verstehen und vielleicht sogar ineinander verlieben. Und genau deshalb habe ich extra Fragen ausgesucht, die ganz viele Persönlichkeitsaspekte abdecken. Das heißt, wenn jetzt noch hohe Übereinstimmung ist, dann können diejenigen eigentlich gleich einen Termin im Standesamt machen. Hier, zum Beispiel Frage 1. Jessica. Es sieht aus, als hätten Sie sich Gedanken gemacht. Gute Arbeit. Und jetzt? Ich will arbeiten. Frage 1. Ihr Partner flirtet auf einer Party fremd. Was tun Sie? A. Tu so, als würde ich nichts merken. B. Ich reiß mir auch jemanden auf. Was der Sack kann, kann ich schon lange. Ich entschärfe die Situation, indem ich meinen Partner mit einem unauffälligen Tritt flirtenfähig mache. Toll, Jessica. Ich wünschte, es könnte immer